Damen und Herren, zur Premiere unseres 3D-Films in unserem 4D-Cinekino. Das Wetter ist draußen ja heute denkbar ungemütlich, ist richtig stürmisch, aber eigentlich für so eine Premiere genau das richtige Wetter, weil wir haben heute die Chance, auch Wildnis mit vielen Sinnen zu erleben, was in der Natur heute ausnahmsweise mal nicht möglich ist oder zumindest nicht ratsam wäre. Es wäre sehr wild draußen und nahezu lebensgefährlich. Deswegen schön, dass wir uns heute hier zusammenfinden. Ich begrüße ganz besonders Frau Ministerin Hinz. Sehr schön, dass sie heute mit uns den Film anschaut. Ich bin selbst auch ganz neugierig, weil ich ihn auch noch nicht gesehen habe. Ich bin ja der neue Nationalparkleiter für die, die mich noch nicht kennen. Manuel Schweiger mein Name und erst seit 1. September hier im Amt und freue mich jetzt sehr, mit Ihnen gemeinsam nach dieser langen Wartezeit, die ja pandemiebedingt unseren Premierentermin immer weiter nach hinten geschoben hat, dass wir heute endlich gemeinsam diesen Film anschauen dürfen. Deswegen will ich auch gar nicht länger reden, sondern direkt an Sie geben, Frau Hinz, dass Sie vielleicht ein paar Begrüßungsworte an uns richten. Weiger, sehr geehrter Herr Krosnoff, lieber Herr Daumen, die Premiere des Films Verborgene Welten Uriger Wald, so heißt er, die können wir heute feiern. Und das Nationalparkzentrum hier, das ist ja errichtet worden als eine ein Ausstellungszentrum, aber auch als Bildungszentrum. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich überlegt, wenn Leute hierher kommen und den Nationalpark besuchen, was kann die eigentlich interessieren? Und deswegen war es schon immer toll, dass wir ein Vier-Sinne-Kino hier hatten mit einem Film, wo man drin saß und alles Mögliche gesehen hat, so als wäre es einem real vor Augen, und dann bebte plötzlich was unter den Sitzen und dann surrte was durch den Saal. Das hat mich schon immer fasziniert, auch an dem bisherigen Film, aber er war in die Jahre gekommen. Und deswegen ist es ganz toll, dass wir jetzt einen neuen Film haben und dass es auch zusammentrifft mit der Erweiterung des Nationalparkes. Das Zentrum hier ist ja so auf der Schnittstelle zwischen der Bestandsfläche und der Erweiterungsfläche. Und umso schöner ist, dass jetzt der Film auch in beiden Flächen gedreht wurde und somit auch den gesamten Nationalpark abbildet. Und natürlich auch die unterschiedlichen Pflanzen und Käfer und Vögel und die Unterwasserwelt und alles kommt zum Tragen. Und ich bin ganz gespannt darauf, wie dieser Film genau sein wird. Und ich hoffe natürlich, dass am Ende ganz viele Besucherinnen und Besucher hier das Nationalparkzentrum dann wieder besuchen können und vor allen Dingen ins Kino gehen können. Was schade ist, dass wir die neue Ausstellung noch nicht haben, dass die Rotunden noch leer sind, im Umbau begriffen. Aber auch das wird noch kommen Anfang nächsten Jahres. Und dann sind wir sozusagen rundum erneuert mit dem ganz neu rundum erweiterten neuen Nationalpark. Insofern passt das zeitlich eigentlich alles ganz grandios zusammen. Ich bedanke mich bei allen Akteuren und Beteiligten, die den Film möglich gemacht haben. Natürlich vor allen Dingen bei Ihnen, Herr Krosnoff, mit Ihrem Team, bei der Firma Paul Wiegand für die technische Umsetzung, Oliver Ullmann für das Komponieren der Filmmusik, Bettina Strauf, Jürgen Trinkus, Hella Michalkus für die Audiodeskription, der Falknerei Kluthausen und Ulrich Schaffrath für die Unterstützung der Tieraufnahmen und natürlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Nationalparks, weil sie haben ja auch darauf hingewiesen, wo was stattfindet, was man am besten aufnehmen kann, wo wir unsere Kleinode hier haben in unserem tollen Nationalpark. Herzlichen Dank dafür, dass Sie da mitgemacht haben, dass Sie diesen Kinofilm möglich gemacht haben. Und ich kann mich nur noch mal wiederholen am Ende. Ich freue mich sehr darauf, diesen Film jetzt zu erleben, im wahrsten Sinne des Wortes und mit allen Sinnen
die Natur zu erleben. Das machen wir real draußen, aber schön ist es dann nochmal komprimiert auch hier drinnen zu haben. Und insofern wünsche ich uns allen höchstes Vergnügen nachher, wenn wir dann in den Kinos eingehen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Frau Ministerin Hinz. Der neue Nationalparkleiter Schweigert, endlich lernen wir uns mal in Persona kennen und nicht nur übers Internet. Und auch alle anderen Gäste, Freunde, Familie, Kollegen. Normalerweise bin ich mit der Kamera alleine in der Wildnis irgendwo im Tarnzelt. Warte, was da kommt und habe meistens Glück. Und oft filme ich was ganz anderes, als ich ursprünglich geplant habe. Die Natur ist vielfältig, sie ist überraschend, gerade wenn sie auch im Begriff ist, zu einer werdenden Wildnis zurückgebaut zu werden oder sich selbst zurückzubauen. Und als wir den Auftrag bekommen haben, einen 3D-Kinofilm in der Wildnis des Nationalparks Kellerwald-Edersee zu produzieren, mussten wir da grundlegend ganz anders rangehen. Natürlich wird ein Drehbuch geschrieben, dann wird sich ausgetauscht, welche Dinge sind wichtig, was möchte man sehen, welche tollen Orte sind da, welche Spezien möchte man vor die Kamera kriegen, so weit, so gut. Jetzt haben wir aber dieses Thema, technisch das in 3D zu filmen. Ihr müsst euch vorstellen, ein riesentechnischer Aufwand mit einem Bus quer durch die Wildnis, irgendwo ausgepackt, die Blockhalde hochgeschleppt, mehrere Kilo, aufgebaut, eingemessen, sodass dem Zuschauer hier hinter mir im Kinosaal nachher nicht schlecht wird, weil dieses stereoskopische Sehen hat es in sich. Wenn das Wetter mitspielt und die Technik steht, fehlen die Protagonisten. Also es kommt dann ja nicht auf Knopfdruck der Schwarzstorch um die Ecke oder der Feuersalamander oder schon gar nicht der veilchenblaue Wurzelhalsschnellkäfer. Wir brauchten also einen Plan und den hatten wir natürlich und haben mit einer ganzen Menge Fachleuten zusammengearbeitet, die uns spezielle Tiere mit Hochachtung vorsichtig an die richtigen Stellen gebracht haben, die wir in Szene setzen konnten, die anschließend fachgerecht auch wieder in ihren natürlichen Lebensraum zurückgebracht wurden. Das war natürlich auch ein riesiger Verwaltungsaufwand. Aber mit diesem Respekt gegenüber der Natur und dem, ich sag mal, vorsichtigen Umgang mit allem, was dort lebt, hat die Natur uns auch ein besonderes Geschenk gemacht. Hier hinter den Kulissen nicht schlecht, weil stereoskopisches Sehen und Produzieren hat es wirklich in sich. Und vielen Dank in dem Fall nochmal an Patrick Delsing und sein Team in Hamburg. Ohne den wäre es nicht möglich gewesen. Also, dieser feilchenblaue Wurzelhalsschnellkäfer sollte eben dort auch animiert werden und rein künstlich durch die Kulisse krabbeln. 3 Tage vor dem ersten Block habe ich einen Anruf von Herrn Schaffrath bekommen, dass er einen lebenden feilchenblauen Wurzelhalsschnellkäfer gefunden hat. Den haben wir dann abgeholt und haben hier mit viel Aufwand in einer Totholzhöhle in seinem richtigen Umfeld gefilmt, in 3D. Und das gibt es auf der ganzen Welt noch nicht. Vorfelder an alle und dass wir das Vertrauen geschenkt bekommen haben, diesen Film umsetzen zu dürfen. Ich bin sehr happy mit dem Ergebnis und Markus, du kannst ja auch noch mal aus einer Anekdote raushauen, was wir beide im Feld erlebt haben. Ich glaube, das wird den Rahmen zwar sprengen, aber kannst ja mal anfangen. Ja, vielen Dank. Ja, Gary hat schon alles gesagt, was die Tiere betrifft. Die sind natürlich alle wieder in ihren Lebensraum gekommen. Ich glaube, sie dürften auch alle noch leben oder sind einem natürlich Todes gestorben. Ja, ein Film ohne Menschen, nicht einfach zu planen, das war schon gesagt. Nicht einfach mal läuft so ein richtiges Feuer dann am Ende, Weibchen durch die Gegend. Überhaupt war es sehr schwer, es war 2019. Alles, was Gewässerfauna betrifft, wir haben sehr viele Tiere aus der Gewässerfauna. Wir haben gesucht und gesucht, du hast mir gar nicht geglaubt, es waren keine Tiere da. Aber nach dem 2018er Sommer und der 19er war ja nicht besser, waren die ganzen Gewässer waren leer. Also überhaupt, wo Tiere herbekommen? Wir haben dann glücklicherweise noch einen Feuersalamander bekommen. Du hast auch noch mal Hebamme gespielt, glaube ich, eine Nacht oder 3 Nächte. Ne? Aber Ergebnisse seht ihr gleich. Ansonsten wollte ich noch diese aufregendsten Momente einen erzählen. Das war mit dem feilchenblauen Wurzelwaldschnellkäfer. Wie Sie alle wissen, ist der nur so groß. Dann stehen dann 5 bis 6 erwachsene Menschen drumherum. Und dann hat er auf einmal seinen deutschen Namen alle Ehre gemacht. Dann macht es nur so einen kleinen, das macht so einen Tick. Und dann ist er weg. Und das war eigentlich für mich der Moment, wo ich Angst hatte, jetzt stirbt der Hauptdarsteller. Ihr könnt euch das vorstellen. Alle stehen so drumherum und keiner bewegt sich, aber
Nein, tatsächlich, wir haben ihn über wieder gefunden. Er konnte seine Dreharbeiten abschließen. Ich hatte ihn dann über Ostern zu Hause, weil Insekten mögen es nicht warm. Ich wollte nicht, dass der 5 Tage über Ostern in einem warmen Paketzentrum ist. Wo hat man den zu Hause? Entomologen wissen, wie man das macht. Im Kühlschrank, genau. Nein, das hatte ich noch keiner aufgegessen. Ich habe ihn dann weiter auf Promotion Tour geschickt. Er ist noch nach Karlsruhe gegangen, auf die Internetseite www.kerb.de. Er ist noch fotografiert worden. Was mit ihm heute ist, weiß ich nicht. Ob er wieder zurück an den Ursprungsort gekommen ist. Ja. Ich hoffe nicht, dass er schon auf einer Nadel ist. Ja, dann zu den schönsten Momenten eigentlich. Für mich persönlich war das so das Begleiten des Filmes. Das war echt. Aber ich glaube, du hast das Echte noch realer gemacht in dem Film. Und gerade diese verborgenen Welten nochmal richtig greifbar gemacht. Nicht nur durch den 3D-Effekt. Also dachten wir, ich durfte es dann echt begleiten. Und wenn ich den Film sehe, super. Ja, was die Menschen, die alle daran beteiligt waren. Naturfilmer, du hast aus deinem Team da welche mit. Die Techniker. Alle, die irgendwie damit beteiligt waren, da hörte ich schon mal Sätze, boah geil, ey, toll, staunen, oh, draußen die Landschaften. Und das war für mich der Moment eigentlich, wenn Naturfilmer das schon sagen, schön bei euch. Das war der schönste Moment für mich, wenn das andere sagen. Und ich glaube, das steckt doch in dem Film drin. Aber den dürfen wir jetzt gleich sehen. Ja, normalerweise sind Naturfilmer einsame Menschen, quasi wie Jäger, die nicht mit Gewehr, sondern mit Stativ und Kamera durch den Wald ziehen. Aber wie Jäger auch eins, brauchen viel, viel Sitzfleisch. Dazu kommt noch, die Witterung muss passen, das Licht muss passen. Wie schwierig war es diesmal, einen 3D-Film zu erstellen? Ja, da sagst du was. Also die Herausforderung für einen Naturfilmer ist tatsächlich, lange sich in einem Feld zu begeben und die Natur auf sich zukommen zu lassen. Das hat natürlich die Voraussetzung, dass du die richtige Kleidung hast, dass du genug Batterien dabei hast, damit im entscheidenden Moment die Kamera nicht versagt. Du musst genau wissen, was du filmen möchtest. Das heißt, du brauchst eben auch einen biologischen Background. Du musst halt wissen, was du da tust. Und das gelingt mir eigentlich immer ganz gut. Hier hatten wir die Besonderheit, dass wir ein technisches Setup jedes Mal brauchten. Das heißt, wir sind mit 3-4 Mann irgendwo hin, haben das ganze Material dahin geschleppt, mussten das Bild einmessen, damit diese 3D-Komponente überhaupt erstmal existiert. Und dann kannst du natürlich nicht darauf warten, dass der geplante Protagonist, wie die Wildkatze, wie der Wurzelhalsschnellkäfer, wie der Salamander, dir plötzlich durch die Kulisse läuft. Also mussten wir das von vornherein eher wie einen fiktiven Filmplan tatsächlich, zu sagen, okay, wir haben die und die Kulisse, wir wollen die Jahreszeiten, wir wollen die verschiedenen Augenhöhen auch zeigen, also den Käfer auch wirklich auf Augenhöhe, und mussten uns dann wie in einem fiktiven Film Kulissen bauen teilweise, um die Tiere dort in Szene zu setzen. Das immer lanciert mit den richtigen Fachleuten, die sich für die einzelnen Lebensformen auch auskannten, damit die Tiere auch artgerecht behandelt werden und anschließend auch weiter behandelt und auch wieder entlassen werden in die Wildnis. Das war ganz wichtig. Aber es war nicht anders möglich, dieses technische Setting auf die Tierwelt sonst zu bringen. Sonst hätten wir nur leere Naturlandschaft gezeigt, ohne dass da was passiert. Nun zieht der Naturfilmer ja oftmals los. Ich sag mal, jetzt haben wir gehen auf November zu. Das ist die Rauschzeit der Sauen. Ja. Und ja, so ein rauschen Keiler mit Schaum vor dem Maul und wetzenden Waffen ist natürlich immer ein sehr beeindruckendes Bild. Dann sitzt man mit Kamera in seinem Tarnzelt und auf einmal kommt die Wildkatze vorbei mit irgendwas im Fang. Da schmeißt man ja seine Pläne über den Haufen. Das geht in dem Fall ja nicht. Also genau, in dem Fall musstest du minutiös deinen Plan durchziehen. Also du musstest sagen, okay, wir sind jetzt in diesem Lebensraum, Blockhalde beispielsweise, und da wollten wir den Uhu und die Schlingnatter sozusagen installieren und haben das dann mit einem Falkner und einem Reptilienspezialisten umgesetzt. Die haben wir quasi nacheinander auf dieser Blockhalde platziert und haben dann im Schnitt diese Begegnung aneinander geschnitten, sonst hätte uns ratzfatz der Uhu die Schlange aufgefressen. Also, wollte ich sagen, so. Das hätte auch in die Hose sein. Genau, deswegen musstest du eben auch nacheinander die Tiere dort filmen, und so ist das in diesem Film entstanden. Normalerweise
ist es so, dass ich mit einem riesen Teleobjektiv im Tarnzelt sitze und beispielsweise die Hirschbrumpft film und im gleichen Moment mir die Wildschweine durchs Zelt laufen. Also das ist mir auch schon passiert. Das wäre jetzt hier ein großer Zufall gewesen, weil wir dann doch mit ein bisschen mehr Getöse und 4-5 Mann im Feld waren und eben nicht auf leisen Sohlen pirschend im Tarnzelt sitzen und abwartend. Also das ist, war eine ganz andere Art von Naturfilmproduktion. Ja, jetzt gerade bei der Wildkatze, die ja extrem scheu ist, die also ganz oft von Spaziergängern, von Jägern, von Hunden, auch von Filmern überlaufen wird, weil sie irgendwo sitzt und sagt, geh du mal. Das ist ja dann doch relativ schwierig und aufwendig. Genau, also in der freien Natur mit der Wildkatze so zu arbeiten, wie wir es jetzt getan haben, in 3D, wäre schier unmöglich. Deswegen haben wir mit dem Wildkatzendorf Hitscheroda, das ist im Hainich, ist auch ein großer Rotbuchenpark sozusagen, die haben ein naturbelassenes Wildkatzengehege und dort haben wir mit einem Kater gearbeitet, der dort geboren wurde und der total neugierig war. Und da habe ich dann Steine von den Geröllhalden mitgebracht, Laub, also Säcke voller Buchenlaub mitgebracht und habe gemäß den Szenen, die wir vorhatten zu planen, dort in seinem Gehege drapiert. Und das Tolle war, er hatte so ein Interesse daran, durch dieses Buchenlaub zu rascheln. Wir haben ihn natürlich auch ein bisschen mit Futter ein bisschen animiert und dann hat er sich da gewälzt und ist da durchgepirscht und ist gesprungen und hat im Grunde genommen all das gemacht, was man jetzt auch im Film sieht und haben dann die Subjektive in dem Nationalpark händisch auf Augenhöhe der Katze nachgefilmt. Also der Blick der Katze in das Feld ist von uns so in Szene gesetzt und jedes Mal der Blick auf die Katze ist im Wildkatzenpark Hitscheroda entstanden. Jetzt haben Nationalparks in Deutschland die Eigenschaft, dass sie den Prozess der natürlichen Werdens und Vergehens nachbilden wollen. Und ja. Wälder brauchen, bis man eine Veränderung sieht, 150 Jahre, meine jetzt nicht in Kalamitätenjahren, wie wir die letzten Jahre hatten, aber normalerweise, bis man eine Veränderung als Besucher eines Nationalparks sieht, dauert es ewig. Dazu ist der Film ja genau die richtige Einstellung auf den Blick, nicht nur auf den Hirsch, das Reh, das Wildschwein zu schärfen, sondern auch, guck mal, da ist ein Blümchen, da ist ein Käfer und die sind relativ selten. Ja, ganz kurz, kommst du mit deinem Ton noch klar, weil die hier so viel erzählen gerade? Ja. Ja, also die Vielschichtigkeit eines Nationalparks generell bezieht sich ja nicht immer nur auf die großen Raubtiere, sondern vielmehr die interessanten und die wichtigen Prozesse, die in einem Nationalpark vonstatten gehen, um die Natur wieder zu einer Wildnis umzuformen, passieren viel eher im Kleinen. Pilze sind da das Allerwichtigste. Und Pilze mit ihrem Myzel, was unter der Erde sich ausbreitet, sich mit den Bäumen verknüpft, mit den Bäumen auch eine Partnerschaft eingeht, Erfahrungsaustausch tatsächlich auch stattfindet gegenüber Nährstoffaustausch und so weiter. Da sind Prozesse, da haben wir noch lange nicht alles erforscht. Und das in unserem Film so zu zeigen, was über und unter der Erde stattfindet, das war uns wichtig, auch wenn es nicht betextet wird, aber einfach mal so diesen Blick dafür zu schaffen, da geht ja noch viel mehr ab, als ich eigentlich auf meiner normalen Wanderung oder Spaziergang durch den Wald sehe. Also für mich als Filmer ist das auch wichtig, diese verschiedenen Perspektiven, diese Blickwinkel zu zeigen, weil ich ja technisch auch in der Lage bin, das zu tun. Ob ich dann eine Makrofotografie oder mich in einem Mikrokosmos begebe oder das auch nochmal unterstützend mit aufwendigen Animationen klar mache, was da für Prozesse, unsichtbare Prozesse teilweise vonstatten gehen. Das ist ja für mich als Filmemacher auch das Spannende, zu sagen, ich kann euch etwas zeigen, was ihr so da draußen gar nicht so seht, weil ihr gar nicht in der Lage seid, so genau hinzugucken oder einfach dran vorbeigeht. Also diesen Blick zu schärfen auf die verschiedenen Ebenen, auf die verschiedenen Fokuspunkte, das ist für mich das Spannende als Filmemacher, zu sagen, ich zeige euch jetzt eine Welt, die ist um euch rum, aber sie habt ihr so noch nicht gesehen. Oliver Uhlmann ist der Komponist der Filmmusik hier für den 3D-Film Nationalpark Kellerwald, den neuen Film. Herr Uhlmann, Filmmusik ist normalerweise etwas, da hat der Regisseur bestimmte Ideen, sie kriegen das Drehbuch und die Szenen, das beim Krimi-Abenteuerfilm.
gucken sich das an und haben vielleicht schon was im Kopf. Beim Naturfilm ist das ein bisschen anders. Ja, beim Naturfilm ist es natürlich so, dass der Regisseur Gary Krosnoff dann zu mir kommt und mir erstmal so ein bisschen seine Vision erklärt und sagt, was er dann mit dem Film transponieren möchte oder transportieren möchte. Und ich setze mich dann schon, bevor ich die ersten Bilder gesehen habe, hin und mache mir Gedanken, wie man denn einzelne Emotionen oder Geschichten erzählen kann, aufgrund der Bilder, ohne den Dialog, den es ja natürlich beim Naturfilm normalerweise nicht gibt. Und genau, so funktioniert das. Und dann ist bei diesem Film die Sprache nicht das tragende Element. Zwar im Intro kurz zu hören, aber die Musik ist eigentlich das begleitende Instrument für die Hauptteil des Films, um Dramatik zu erzeugen, Stimmung zu erzeugen. Wie schwierig ist es da, fallende Blätter, Herbst, Wildkatze, musikalisch zu beschreiben? Schwierig ist es nicht. Ich glaube, man muss immer aufpassen, dass man nicht in so einen Mickey-Mousing-Effekt kommt. Das heißt, man muss darauf achten, dass man wirklich nicht jede Bewegung und jedes Tapsen der Katze sozusagen untermalt, sondern dass man versucht, so ein bisschen den Inhalt der Szene zu erkennen und dann so ein großes Ganzes dann irgendwie komponiert. Und auch vor allen Dingen so ein bisschen dann auch darauf achtet, was passiert denn bei den Soundeffekten. Also gibt es irgendwelche Soundeffekte, die da vielleicht noch irgendwie die Szene untermalen, mit denen man sich dann verstehen muss sozusagen. Ja, in dem Film sind zum Beispiel auch viele Vogelstimmen eingefangen worden. Wir haben Habichte gehört, wir haben den Uhu gehört. Das muss mit der Musik korrespondieren, oder nicht? Genau, also es gibt halt so gewisse Frequenzgänge, um die wir uns dann kümmern, dass wir da vielleicht nicht reinkommen, sondern dass wir wirklich den Soundeffekten genug Platz geben und dass die Musik dann auch ihren eigenen Platz im Soundbild hat. Wie lange arbeitet man an so einem Stück für einen Dokumentarfilm von 15 Minuten? Das ist eine gute Frage. Also man sitzt da schon so, also die erste Idee oder das erste Gespräch findet ja meistens schon ein Jahr, bevor es überhaupt losgeht mit der Arbeit statt. Und dann hat der Gary Krosnoff mich angerufen und hat gesagt, hör zu, ich habe eine Idee, ich habe hier einen Film, mach dir doch schon mal Gedanken. So, und dann irgendwann bekommt man dann die ersten Bilder und dann geht es aber relativ fix. Also ich sag mal, so einen Monat haben wir, glaube ich, an der Musik gesessen. Dann kamen noch die Soundeffekte, dann kam die Mischung hier vor Ort, die Surround-Mischung und... Ja, also aber ich würde mal sagen, so wirklich ein Monat Kompositionsarbeit ist schon dabei. Harte Arbeit, vielen Dank. Ja, Umweltministerin Priska Hinz, unter Ihrem Schirmherrschaft Britt in Ihr Haus fällt die Verantwortung für den Nationalpark Tellerwald-Edersee. Und wir haben heute eine beeindruckende Premiere eines 3D-Films gesehen. Hat es für Sie auch, ist denselben Eindruck wie für mich hinterlassen, anders kann ich das nicht sagen, ganz beeindruckende Aufnahmen? Also der Film ist einfach wunderbar. Es sind grandiose Aufnahmen des Nationalparks, der alten Buchenwälder, aber auch von Flora und Fauna. Die Geburt eines Feuersalamanders, wo sieht man so etwas? Den veilchenblauen Wurzelhalsschnellkäfer, real, also richtig in echt zu sehen, das ist einfach toll. Und das findet man nur hier im Kino im Nationalparkzentrum Kellerwald. Und die Aufnahmen sind auch auf der Bestandsfläche und in der Erweiterungsfläche gelaufen. Und das ist, also da sieht man auch, dass der Nationalpark Kellerwald-Edersee jetzt wirklich ein großer Nationalpark ist. Und hier kann man wirklich mit allen vier Sinnen den Nationalpark erleben und das würde ich jedem Menschen wirklich empfehlen. Für Besucher des Nationalparks ist ja, oder andersrum, im Vordergrund steht der Prozess, die Veränderung in der Natur, in der unberührten Natur über Jahrhunderte, sodass es für Besucher nicht immer ganz deutlich wird, was man hier alles sehen und entdecken kann. Dazu hilft dieser Film als Einstimmung zu sagen, geht mit offenen Augen durch den Nationalpark? Ja, der Film ist eine Einstimmung. Also wenn man losgeht, eine Wanderung macht, lohnt es sich auf jeden Fall zuerst hier ins Nationalparkzentrum zu kommen, sich diesen Film anzuschauen, vielleicht auch noch die Ausstellung und dann loszulaufen und dann genau zu betrachten,
erkenne ich etwas wieder, sehe ich etwas Neues. Also der Film soll auch Lust machen auf mehr Natur und mehr Nationalpark. Jetzt haben wir kurz vorher drüber gesprochen, es gibt einen wunderbaren Innovationsfilm hier über den Fluss Eder, nämlich die Bachmuschel. Dazu jetzt dieser 3D-Film im Nationalpark. Der Kreis Waldeck-Frankenberg ist schon so ein kleines Naturjuwel. Das stimmt. Also der Nationalpark ist unser Juwel in Hessen und natürlich dadurch, dass er hier in Waldeck-Frankenberg ist, wertet er auch diese Region auf. Sowohl natürlich, was den Naturschutz angeht, aber auch was den Tourismus und die Wertschöpfung hier im ländlichen Raum angeht. Und mit der Bachmuschel in der Eder haben wir ein zweites Kleinod und damit kann der Kreis durchaus auch werben. Vielen Dank.